Hallo und herzlich willkommen auf dem Channel von Minecraft 953. Ja, ich habe unter einem Video gesehen, dass einer mal gerne wissen möchte, wie man Texturenpakete oder irgendwie was in Minecraft hinzufügt. Ja, jetzt habe ich einmal das John Smith Version 8 Texturenpaket. Wie das ist, kann ich euch jetzt leider nicht sagen. Wir können es ja gleich mal angucken, wie wir das einfügen. Also man lädt sich erstmal runter, wo man das jetzt runterlädt, weiß ich auch nicht. Ich habe die selber zugeschickt bekommen, da ich Probleme hatte mit meinem PC. Wenn ihr das auf eurem PC habt, dann drückt ihr die Windows-Taste mit R, schreibt hier rein %appdata%, drückt auf OK, geht auf den Punkt Minecraft-Ordner, auf den Texturenpaket-Ordner und zieht es einfach hier rein. Im Moment habe ich schon das MISA 301 dran, das ist eigentlich auch ein gutes, das benutze ich im Moment, da mir anderen so noch nicht gefallen. Ja, dann startet ihr einfach Minecraft. Starten ist es. Ja, Login. So. So, dann öffnet ihr das, geht auf den Mod und dann steht das hier auch schon. Das ist 32x32. Ich weiß. Das wollte ich jetzt einfach nicht wissen. Ja, und dann war es das eigentlich auch schon. Dann könnt ihr einfach in euren Spiel reingehen und habt dann halt euer Modloader, also euer Mod. Ich glaube, ihr müsst das einmal auch modloaden, also ich brauche das jetzt nicht, warum auch immer, ich kann es euch nicht sagen. Okay Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde jetzt gleich heute noch andere Videos machen von Texturenpaket. Und dann sehen wir uns. Bis dann. Ciao Leute.